Hallo liebe Leute, da ist der Tommy wieder und hier ist das neue, alte Fahrrad. Eine Gazelle, aber eigentlich auch nicht wirklich ein Fahrrad, sondern ein E-Bike. Also wirklich, E-Bikes sind ja wirklich das Schrecklichste, was es so gibt für mich. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das jemals gekauft habe. Ich wollte es mal wieder aufbauen. Ja, und habe mir gedacht, ach scheiß, Gazelle kann man bestimmt dann auch gut verkaufen. Es ist ein E-Bike von Gazelle. Heißt Energy Orange. Das Modell Energy Orange. Da steht es. Energy Orange. Oranje. Ja, Special Design. Gazelle Special Design. Power Assist, was auch immer. Der ganze Quatsch steht drauf. Es ist total abgerockt, das Rad. Also es hat mehrere Baustellen. Zum einen, ich habe kein Batterieladegerät dafür. Das habe ich nicht. Der Akku lässt sich aber entnehmen. Also es ist nicht verriegelt oder so. Ja, also man kann ihn hier wunderbar Clip on, Clip off. Ja, also kann man ihn rausnehmen. Das lässt sich machen. Der Sattel ist total geil, irgendwie mit diesen Zusatzpolstern. Na, kein alter, aber ein Lepper nach altem Muster, aber mit diesen Zusatzpolstern drin. Finde ich toll. Und hier mit dieser Schnellverstellung. Also einfach nur entriegeln, aufklappen und dann kann man die Neigung verstellen. Was weiß ich, wohin auch immer. Nach vorne, hinten. Oh, fand ich gut. Display ist dran. Jo, das ist das Rad. Die Züge sollten getauscht werden. Hier. Und ganz wichtig, die Radmuttern fehlen vorne. Ja. Das stammt aus einer Entzahlungnahme gegen ein neues Rad. Ja. Vorbesitzer brachte das zu Little John Bikes zurück und hat sich ein neues Rad abgeholt. Und das hat Little John Bikes dann in Zahlung genommen oder als Tausch oder was, keine Ahnung, was die für ein System haben, wie die das verrechnen. Genau, das werden sie mir auch nicht sagen. Ja, aber es stammt halt von Little John Bikes, habe ich es denn gekauft sozusagen aus deren Lager. Warum? Wahrscheinlich nur, weil die Gazelle draufsteht. Man muss dazu sagen, ja, es hat immerhin diese wunderschöne 8-Gang-Nexus-Schaltung hinten drin und die Reifen sehen auch noch recht frisch aus. Und das sind eben Marathon Plus. Ja, also die kosten ja ein Stück schon 40 Euro irgendwie neu und hinten hat er Marathon Plus, vorne hat er nur ein Marathon drauf, schreiben wir Marathon, aber der hintere, der sieht doch richtig frisch aus noch, der Reifen, also Kombi fahren, da sind ja noch die Noppen drauf hier, sieht wirklich super aus. Ansonsten gefällt mir das Rad natürlich überhaupt nicht, erstens, weil es ein E-Bike ist, zweitens, weil es eine Gazelle ist, also das sind irgendwie zwei Sachen, die da zusammenkommen, die nicht unbedingt meinen Geschmack treffen. So, es gibt aber auch Leute bestimmt da draußen, die sowas geil finden. So, ich werde definitiv nicht mehr aufbauen, weil es nimmt mir einfach Platz weg. Ja, ich bin jetzt dabei, eben alles abzustoßen, was ich so habe, an diesen ganzen Räderquatsch und so. Und wenn ich das nämlich aufbaue und dann hinstelle, dann müsste ich richtig Geld dafür nehmen. Also dann will ich Geld dafür haben für das Teil. Und so habt ihr jetzt die Chance, baut es euch selber auf, ja, irgendwie. Ich gehe davon aus, dass der Motor nicht kaputt ist oder irgendwas, aber es ist eben die Züge, ne? Also schaut hier die Züge, hier. Da platzt alles ab, da kann man bestimmt sehen hier. Die Züge müssen neu gemacht werden. Der Akku, vielleicht ist er tot, vielleicht nicht, kann ich nicht testen. Geht mal davon aus, der ist tot. Kostet auch 300 Euro oder sowas. Bestimmt, bestimmt. Ja. Also. So die Schichten. Ja, ansonsten ist es meinetwegen Schlachtitz oder was weiß ich, aber sollte auf alle Fälle noch ein bisschen Geld bringen. Geht mal davon aus. Ich mache wie immer ehrliche Beschreibung. Ja. Ich kann es nur so beschreiben, wie ich es jetzt hier vor mir sehe, weil ich selber noch nicht an diesem Rad gearbeitet habe. Schutzblech ist gebrochen hinten. Ja. Auch eine Macke bei diesen Plastikblechen, dass die immer an der Verschraubung oben wegreißen. Ein Ständer ist dran, so ein Doppelständer, so einen, den ich sehr mag. Den Jumbo von Usus, den mag ich sehr, weil er wirklich stabil ist. Ja. Kostenpunkt 40 Euro, alleine der Ständer kostet 40 Euro. Der Hinterradreifen kostet 40 Euro. Der Sattel, gut, wenn man den abschraubt, kann man bestimmt noch auf so einem Retro-Projekt verbauen oder sowas. Alles andere erscheint hier ziemlich
speziell zu sein. Vorderachsmuttern fehlen. Ja, das Fazit zu dem Rad ist einfach das. Hier habt ihr einen günstigen Ersatzteilspender. Ja, ab 1 Euro geht das wieder los. Ist mir jetzt echt scheiß Schnurz egal. Bei dem Ding, da habe ich noch keine Arbeit drin gesteckt, da habe ich nur Geld drin gesteckt. Ich habe es gekauft halt. Ne? Aber eben, ja, bin mal gespannt, was das bringt. Also ich habe gesehen, bei eBay ist nichts drin tatsächlich. In funktionierenden Zustand kostet knapp 700 in funktionierenden Zustand. Ja, das ist jetzt hier ein Schlachtobjekt. Macht was draus, sag ich mal. Ich zeig's euch jetzt nochmal ganz kurz. Geh nochmal einmal rum ja, mit der Kamera und dann urteilt selbst, ob ihr haben wollt oder nicht. Und denkt dran, morgen kommt das nächste Rad rein. Wenn ihr wollt, abonniert. Und dann habt ihr immer die News. Bei eBay ist es heute Abend drin. Also, bis morgen. Ciao.